Hallo und recht herzlich willkommen in Starcraft. Und wir spielen die Mission Auge um Auge. Hörfend, mein langes Schweigen ist gebrochen. Und ich bin wieder zu einer Ganzheit geworden. Ach so. Die trickreichen Protoss haben es gewagt, das niederzustrichen, was unsterblich ist. Wie konnten sie nur? Die Protoss, die Zars ermordeten, gleichen nichts, was wir jemals gesehen haben. Okay. Diese dunklen Templer strahlen Energien aus, die den meinigen sehr gleichen. Ach so. Und durch eben diese Energien konnten sie mir Schaden zufügen. Das ist doch klar. Dennoch wird ihr überheblicher Stolz ihr Ende sein. Auf jeden Fall. Denn als der Mörder Zeratul Zars tötete, berührte sein Geist den meinigen. Und all seine Geheimnisse enthüllten sich mir. In seinem Geist habe ich die geheime Position von Ajur gefunden, der Heimatwelt der Protoss. Sehr gut gemacht. Endlich, meine Kinder, hat die lange Suche ein Ende. Schon bald werden wir Ajur direkt angreifen. Zuerst müssen wir dafür sorgen, dass der dunkle Templer uns nicht mehr schaden kann. Zeresat, du wirst dem Feind eine Falle stellen. Kerrigan wird sie zuzuführen. Okay. Wird gemacht. Wir stellen ihn eine Falle. So. Das erste. Erden. Oh. Mit Hilfe von. Ach so. Oh. Moment. Was ist da los? Okay. Hier, direkt. Was? Signal. Okay. Hier ist noch ein Signal. Da hab ich. Okay. Ich bin jetzt verwirrt. Jetzt bin ich überfordert. Verdammt. Ja, da ist Kerrigan. So, da ist so ein. Okay. Wir brauchen Verteidigungsanlagen. Wir brauchen einen Brutschleimpol. So. Zack, rein da. Ja, ich hab's geahnt. Siehste? Wir brauchen mehr Truppen. Jetzt hätte ich's geahnt. So. Dann geht doch mal in. Was kostet mich denn so ein Pool hier? 150. Bauen wir. Direkt. Ohne zu fragen. Ja. Was mussten wir jetzt eigentlich nochmal machen? Missionsziel. Zerstöre die Protoss-Basis. Kein dunkler Tempel. Klar, darf hinkommen. Kerrigan muss überleben. Ah, okay. Es darf keiner kommen. Wir müssen hier die Stände. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Wir sind schon direkt am Arsch. Hier, du gehst da rein. Wir sind direkt am Arsch. So. Ich ahne es. So. Direkt Larven bauen. Wir müssen uns hier direkt ausbreiten. Ihr seid schon fleißig dabei, Jungs. Ich sehe das. Ah ja, sehr schön. Der Pool ist noch nicht da. Wir brauchen hier noch mehr Drohnen. Jetzt ist der Pool da, aber wir machen einfach mal Larven. So. Und dann, was kostet das hier? 75. Ich wandle ich direkt um und dann bauen wir da hinten. Bauen da hinten direkt welche. So. Und zwar, als erstes bauen wir hier welche. Komm, mach die Platte. Wo ist. Bist du. Hey. Wir brauchen Verstärkung da, ne? Verdammt. Wir machen direkt hier so eine Griecherkolonie. So. Dich, notiere ich. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, was soll der Geiz eigentlich? Ich hab doch hier euch noch. Ihr müsst hier verteidigen, Jungs. So, du gehst da rein.
Du machst hier die Kriegerkolonie. Dann hier, komm. Zerklinge, Zerklinge, wo seid ihr? Sammelpunkt, hier hin. Komm, da unten sieht schlechter aus für uns. Oh, warte, hört das? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr nicht da wollt. So, du machst dich hier mal zu so einem Gasding. Und dann, genau. Kriecherkolonie. Wohin wollen die denn, wenn dann entkommen? Komm, ihr geht hier nochmal rein. Und ihr geht mir hier hin. Dann sollte die erste. Ja, das läuft ja. Sehr cool. Ja. Jetzt hätte ich es geahnt. Jetzt hätte ich es geahnt. Unsere Streitkräfte werden. Ja, ne? Ich hab's direkt geahnt. Ich höre. Halte deine Schlabberzunge aus. Unsere Streitkräfte werden. Oh. Wir brauchen da oben auch noch drum. So. Sammelpunkt dahin. Und Sammelpunkt dahin. Wir haben auch direkt zum Kriegerkolonie. Wir brauchen mehr Overlords. Overlords brauche ich auch. Zack. Rein. Erstmal rein. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen hier Carrier. Was ist jetzt wieder los? Hier. Hier geht endlich. Du gehst hier. Hydralistenbau. Hier oben einfach hin. So, dich nehme ich auch nochmal mit. Und ich gehe da rein, du gehst da rein. Und du gehst da rein. So. Auch noch eine Drohne. Overlord hier hin. So, sollen wir mal gucken, ob es klappt. Denken Power. Wenn es klappt, dann kommen die hier alle raus. Was ich gar nicht so schlimm finde. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Evolutionskammer. Wenn nicht sogar zwei. Aber eine hier oben. Und wir brauchen hier oben auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Schleim, Jungs. Jetzt da nochmal ein bisschen für. Ja, warte, warte. Ja, okay. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und jetzt guck. Es klappt. Hier, Jungs. Sehr gut. Wir brauchen hier noch eine Evolutionskammer. Ich brauche noch mehr drauf. Nein, da. Ja, okay. Das sehe ich ein. Jojo. Kannst du mal so eine Spawn-Kolonie werden? Was willst du? Jetzt zack, da eine hin. Und da auch eine. Da auch eine hin. So, hier eine Reihe. Du, Overlord. Ja, hier. Auf, wo kannst du auch hier? So. Erforschen. Erforschen. Jawohl. Habe ich noch genug? Wo ist mein Hydra-Bau? Mehr Schaden. So. Noch ein paar Arbeiter. Ja, okay. Sieht ganz gut aus. Sieht nicht schlecht aus. So. Gas. Mineralien. Ach, dass wir jetzt hier so ein Drei-Fronten-Krieg-Dings machen müssen. Das stört mich jetzt nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach.
Ja, du stirbst eh. So leid es mir tut, wenn wir sterben. Evolution abgeschlossen. Was habe ich gesagt? Das ist auf jeden Fall unser Hauptgebäude hier noch abdecken, ne? Machen wir direkt mal. Wir brauchen mehr Mineralien. Alles gut. Warte. Jetzt hier rein. Unsere Streitkräfte werden. Na, kommt ihr nicht wieder? Immer wieder zurück hier. Wir müssen so schnell wie es schnellstmöglich jetzt hier die gegnerische Basis da zerstören. Na, kommt. Dahin. Ja, ist fast fertig, ne? Okay. Evolution abgeschlossen. Abgeschlossen. Na, lauf, Freund. Die können ja unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Waffen. Waffen. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Dann machen wir hier direkt mal so einen Schwarmstock. Und so ein Königinnennest. Ja, können wir auch machen, ne? Jawohl. Wir brauchen mehr Mineralien. Okay, okay. So, so. Ja, nun räuchern wir mal demnächst die dunklen Templer aus hier. Dann haben wir jetzt weg. Genau, dafür wollte ich es kündigen. Das jo, die Mutras da noch hin. Schade, dass der Schleim sich nicht nach hier unten ausbreitet, ne? Hier geht mir auch hier hin, ehrlich. Wie viel Verteidigung hatten die denn da? Da war so offen, ne? Und da oben kam ich hier runter. Das war eigentlich wohl ganz leicht. Top 1. Das haben wir noch nicht viel, ne? So, das heißt, wir mehr bauen. Evolution abgeschlossen. So, direkt. Ah, das halten wir. Ja, direkt abdecken. Und hier Geschwindigkeit auch noch. Trupp 2 aufnehmen und nochmal Trupp Zerklinge, Trupp 3. Also, ich hoffe, das reicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh. Na ja, toll. Ja, das ist wahr.
Ach du Kacke. Komm, mach alle kaputt. Den auch noch. Ach, und Geister. Weg hier. Weg hier. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Rückzug. Wir brauchen hier Luftunterstützung, eindeutig. Ah, Top 2 hat es wenigstens halbwegs überlebt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Klappt doch ganz gut. Feldlinge. Feldlinge. Gut, das. Ist ja gut. Dann noch mehr Overlords. So. Kinder. Das haben wir geupdatet. So. Dann gucken wir mal. Wir machen direkt hier. Oh, was? Nee. Hier das. Neutralist. Und natürlich mehr Panzerung. Mehr Waffenschaden. Hilfe für die Verteidigung. So. Hier hin. Den Weg halten. Ach ja, was haben wir? Okay. Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Wir brauchen mehr Bespielgas. Wir brauchen die andere Basis wahrscheinlich, ne? Wir können ja mal auch hier einen Zeck. Komm, erkunde mal ein bisschen die Gegend. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da sind noch andere Gegner. Machen wir noch mal einen letzten Angriff. Schauen wir mal, was hier los ist jetzt. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, da hinten sind noch mehr Protoss. Evolution abgeschlossen. Fliegen wir doch mal mit denen hier los. Wir machen aber noch mehr. Und wir können Ultralisten bauen. Das ist auch gut. Davon machen wir jetzt noch mal. Wir brauchen mehr Gas dafür. So. Eins. Macht mir doch mal hier. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wo wollen wir die Sitz aus? Hier macht er noch den Weg frei. Meine Mutter ist nicht einfach in deren Tower reinfliegen. Unsere
Okay. Aber ich würde sagen, es geht in der nächsten Folge weiter. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, euer Sepp. Ciao.